Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Kleines Häschen. Oh. Das ist ja seltsam. Bonjour, bonjour, bonjour. Irgendwas geht da vor. Oh, Wiedersehen. Hallo. Ich schieb nur meine Schubkarre. Es gibt nichts zu sehen. Vielleicht weiß die Prinzessin, was da los ist. Hallo. Ach so, du bist es. Machst du irgendwas Unerlaubtes? Nein, ich ziehe mich gerade an für unsere Feier. Es ist ein Kostümfest. Wie schön. Als was gehst du denn? Nein. Lass mich raten, Dornröschen? Nein. Oh, Aschenputtel? Nein. Schneewittchen? Ich gebe dir einen Tipp. Oh. Ich bin keine Prinzessin. Schönes Fräulein. Oh. Ist das Ihr Kostüm? Oh. Oh. Also, was bist du? Das ist ein Geheimnis. Ich sag's niemandem. Du musst raten. So. Tada! Du bist ein Clown? Ja. Lustig. Sch. Warum ist es ein Geheimnis? Weil es ein Wettbewerb ist, wer das beste Kostüm hat. Schlamper will auch mitmachen. Ich hab's dir doch schon gesagt. Du darfst nur mit, wenn du dich verkleidest. Ich muss nur noch mein Furzkissen holen. Prinzessin, dein schönes Kostüm. Ich brauche etwas anderes. Papa geht schon als Clown. Als was gehst du dann? Ich weiß es nicht. Aber viel Zeit hast du nicht mehr. Ich weiß. Prinzessin und Froschkönig. Du hast doch gesagt, du willst keine Prinzessin sein. Ist die Prinzessin vom Froschkönig nicht ein bisschen, prinzessig? Ich bin der Frosch. Ah, natürlich. Sehr niedlich. Ich bin nicht niedlich. Ich bin froschig. Quack, quack. Aber ich brauche noch was. Kaulquappen aus dem Teich. Quack, 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 quack. Quack, 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 au! Oh, alles in Ordnung? Ich bin über die Flossen gestolpert. Mit denen zu laufen ist auch gar nicht so einfach. Hm. Quack, quack. Was höre ich da? Ach du quack, dicke Seegurke, da hol mich doch der... Quack, 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 quack. Wer ist da? Wer ist da? Ich bin's, aber du darfst nicht gucken. Ich kann nicht gucken. Ich bin auf Lookout, weißt du? Da ist ein
ein Ungeheuer! Steuerbord voraus! Wo? Wo? Da drüben, hinterm Gewächshaus! Alarm! Ein Ungeheuer! Alarm! Ein Ungeheuer! Ich sehe es nicht! Ich sehe es nicht! Schon gut, Admiral! Jetzt ist es wieder weg! Hallo! Hübsches Kostüm! Nicht gucken! Entschuldigung! Ich meinte ein hübscher Platz für ein Nickerchen. Ich stolper dauernd über meine Flossen. Aha, vielleicht gewinne ich dann dieses Jahr die Reise nach Jerusalem. Tüdelü! Voila! Oh ja, ich nehme ein paar davon. Ja, das ist gut. Und ein paar Pflaumen. Genau, an der Seite können noch ein paar Pflaumen hin. La 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 la. Bist du fertig, Prinzessin? Nein, ich mach nicht mit. Ich hab ja kein Kostüm. Ach. Oh. Ich hab's. Was hat sie jetzt wieder vor? Kann ich bitte ein paar Ballons haben? Oh. Kann ich dir helfen mit deinem Kostüm? Bist du fertig? Gleich. Schau mal. Ein Alien. Nein. Das Ungeheuer von Loch Ness. Nein. Das sieht man doch. Ich bin das Weintraubenmädchen. Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Das ist sehr gut. Ich weiß. Habe ich mir ganz allein ausgedacht. Wo willst du denn hin? Ich brauche noch Blätter dann. Oh. Prinzessin? Ich gehe nicht hin. Es ist doch bestimmt egal, was du anhast. Mir aber nicht. Aber alle anderen gehen dahin. Stimmt gar nicht. Schlamper kann auch nicht hingehen. Gibt es denn gar nichts, das du anziehen kannst? Nein. Ich weiß was. Schlamper, wir gehen zusammen auf die Feier. Juhu, sehe ich nicht köstlich aus? Ich bin ein Gespenst. Ich hoffe, das war keins von den guten Laken. Hula, hula, hula. Hui, sehr einfallsreich. Hula, hula, hula. Guten Abend, verehrtes Publikum. Dam, 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 tudi, fruni, budi, budi, budi. Oh, mein Rücken. Premierminister, ich wette, Sie sind... No, nicht da lang, nein, nicht. Ich bin in einer Sekunde da. Zügeln Sie Ihren Emu, wir sind hier in einem Schloss. No, langsam. Immer Kurs halten. Hallo? Ich bin eine Tomate. Ist Ihnen nichts Besseres eingefallen? Kohlköpfe gab's keine mehr. Yeah! Na sowas! Ein Cowgirl! Wo ist denn Ihr Pferd? Hallo! Als was ist er gekommen? Oh, seht mal! Er ist eine Elfe! Wir sehen alle so wundervoll aus. Also mal sehen, wer gewonnen hat. Aber wo ist denn die Prinzessin und Schlamper? Oh je! Püppchen? Ich bin nicht dein Püppchen. Das ist er. Wir haben uns verkleidet. Ich komme als Schlamper und Schlamper als ich.
Ach so, wundervoll. Ganz da schön hast du dir auch noch was Feines ausgedacht. Erstklassig. Herzlichen Glückwunsch. Die Prinzessin und Schlampe gewinnen den ersten Preis für das beste Kostüm. Du siehst entzückend aus, Schätzchen. Und für die Gewinner gibt's einen Preis, ne? Für dich, Prinzessin, ein schönes Stück Torte, hä? Und für dich, Schlamper, eine schöne Knoch, no? Oh nein! Ach, ich Dummerchen. Lecker. Au! Wuff, wuff! Überraschung. Aha. Oh. Hallo, Prinzessin, was machst du denn? Ich schau doch gerade, was für Geschenke es gibt. Geschenke? Für meinen Geburtstag. Der ist morgen. Wie schön. Letztes Jahr habe ich ein Trampolin bekommen. Toll. Und jetzt muss ich rausfinden, was ich dieses Jahr krieg. Sieh mal. Sehr schön. Was ist da drin? Das ist eine Überraschung, Püppchen. Ihr könnt es mir doch verraten. Aber das wäre doch schade. Das Tolle an Überraschungen ist, dass man es vorher nicht weiß. Oh. Oh. Na gut. Aber wenn man weiß, was es ist, kann man sich schon darauf freuen. Nur noch einmal schlafen, Schätzchen. Ich glaube, wir müssen ein sehr gutes Versteck finden. Hm? Nein, mit dem will ich nicht spielen. Wo habe ich ihn? Prinzessin? Auf Überraschungen warten ist langweilig. Hm, aha, damit kann ich Detektiv spielen. Oh, meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, ich krieg bestimmt ganz viel. Ich muss nur überall nachsehen. Hui, lauter cremige kleine Krönchen. Das wird bestimmt eine Hier drin fange ich an. Noch ein kleines bisschen Esel. Ah, aber ein kleines bisschen von was nur? Oh no, jetzt geht mir die Sahnecreme aus. Sahnecreme? Dann nehme ich etwas hiervon und etwas davon. Oh, lecker. Halt, schnell, zurück. So, und jetzt noch die anderen Sahnekrönchen, Oh, die Prinzessin wird ja so überrascht sein. Oh, gut. Jetzt sehe ich mal hier nach. Oh, mein Fuß.
Wo könnten die Überraschungen sein? Oh, Minister. Schnell, verstecken! Gehen Sie weg! Ich bin doch so kitzlig! Clowns! Was treiben Sie denn da? Das ist unsere Clown-Nummer. Als Überraschung zum Geburtstag der Prinzessin. Was, kommen Sie ja nicht auf die Idee, mich zu kitzeln, Premierminister! Gehen Sie weg! Schneller, schneller! Husch, husch! Ich hab doch gesagt, dass ich kitzlig bin! Hier? Nein, da passt es doch nicht rein! Und dann hier vielleicht? Nein, Schatz! Ach, warte! Hier! Was macht ihr da? Gar nichts! Was ist das? Nichts, Püppchen, gar nichts. Aber Papa. Du meine Güte. Zeit, ins Bett zu gehen. Oh, ja. Ganz schön spät. Gute Nacht, Püppchen. Je schneller du schläfst, umso schneller hast du Geburtstag. Aber es dauert trotzdem noch ewig. Ab ins Bett. Prinzessin schläft tief und fest. Gar nicht. Oh. Ich muss erst rausfinden, was für eine Überraschung in der schönen Schachtel ist. Jetzt im Dunkeln? Ja. Und dann kann ich ja schlafen. Die Schachtel. Prinzessin. Ich will ja nicht damit spielen. Ich will es mir nur ansehen. Es hat eine Spitze und da unten steht irgendwas raus. Oh, Moor, es ist eine Rakete. Mein Überraschungsgeschenk ist eine Rakete. Prinzessin. Oh. Ich kann nicht einschlafen. Vielleicht, weil du noch im Wohnzimmer rumläufst und das im Nachthemd. Gute Nacht. Bis morgen. Aufwachen! Heute habe ich Geburtstag! Meine Pralinen? Nicht Pralinen, Geburtstag! Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag! Los, kommt, fangen wir an! Los, komm, aufstehen! Ist ja gut, ich bin ja schon da! Heute habe ich Geburtstag, alle aufstehen! Machen wir Geburtstagssachen! Aber willst du nicht erst mal frühstücken, Püppchen? Oh, voilà! Das Geburtstagsfrühstück, eh? Oh ja! Geburtstagsfrühstück! Hurra! Das ist nicht alles. Als Überraschung gibt es heute... eine Torte. Ja, diese Überraschungstorte. Tja, du errätst nie, was es als nächstes gibt. Eine Geburtstagsüberraschungsnummer mit... zwei Clowns. Oh je. Also, es gibt noch eine. Eine richtig tolle Überraschung. Dein Überraschungsgeschenk. Oh. Du errätst nie, was das ist. Du bekommst eine ganz tolle... Rakete. Ich weiß. Aber das sollte doch eine Überraschung sein. Ich weiß. Aber es ist keine. Keine von den tollen Überraschungen ist eine Überraschung. Ich habe alles vermasselt. Prinzessin, na? Ohne richtige Überraschungen ist es kein richtiger Geburtstag. Na ja, du hättest vielleicht nicht danach suchen sollen. Nein, das war falsch. Ich weiß was. Du kannst mich ja überraschen.
Ich? Ich wüsste nicht wie. Geh wieder raus und dann komm wieder rein und ruf Überraschung. Oh, na schön. Pass gut auf, Mur. Achtung, jetzt! Überraschung! Es funktioniert nicht. Ich hab es schon gewusst. Tja, aber irgendjemand wird überrascht sein, wenn die Wäsche nicht fertig ist. Ich aber nicht. Ja, und jetzt ist sie ganz, ganz traurig. Wir müssen sie überraschen. Was machen wir? Überraschung. Nett, dass du es versucht hast, Gisbert. Was hast du denn, Prinzessin? Jetzt gibt es überhaupt keine Geburtstagsüberraschung. Oh je. Ach. Achtung, sie kommt. Überraschung! Eine Überraschung? Für mich? Natürlich, Püppchen. Zu einem richtigen tollen Geburtstag gehört doch eine Überraschungsfeier, oder? Oh! Rechter Fuß, Schloss. Also, und los. Ja. Ja. 1, 2, 3. Formidabel. Gut gemacht, Schätzchen. Wo seid ihr alle? Na, jetzt gab's ja doch noch eine Überraschung, Prinzessin. Ja, und für dich habe ich sogar auch noch eine. Wie schön. Überraschung! Oh, danke, Prinzessin. Gern geschehen.